Hallo meine lieben Freunde der Schlafmusik. Wir kommen zurück zu einer Runde Let's Play Super Mario 64 und heute schlafen wir erstmal ein bisschen. Also der hat sich gerade ganz gemütlich von der linken auf die rechte Seite gedreht und ich denke, er hat gerade einfach keinen Bock weiterzumachen. Nein, natürlich machen wir hier weiter, sonst kommen wir ja nicht voran. Wir wollten ja in den Vulkan rein und sind da einfach nur in der letzten Folge wegen grober Dummheit abgeschmiert. Das Schöne ist jetzt, dass wir im Vulkan starten. Das vereinfacht die Sache insoweit, dass wir nicht wieder dahin fliegen müssen und da eventuell schon das Ganze versaubeuteln könnten. Sondern das erledigen wir hier, weil wir es halt können, hier drin, ordnungsgemäß. So, klapp mal runter, du Digga, du. Dann muss ich ein bisschen Anlauf nehmen und dann kommen wir da auch wieder hoch mit dem ersten Anlauf. So, schwupp, schwupp. Immer ein bisschen mit den Feufeu aufpassen, weil Feufeu ist heiß. Immer einfach nur mit B auf die Viecher draufknallen. Ist zwar ein bisschen umständlich, geht wahrscheinlich auch einfacher mit Z und springen und sowas, aber so wie auf der relativ sicheren Seite. Und am schönsten sind sie doch, wenn sie brennen, nicht wahr? Wie sagte ASP oder ASP auch schon seinerzeit, ich will brennen. Ich will brennen, auch wenn danach nur heiße Asche übrig ist. So, jetzt wieder nicht daneben springen. Ich probiere es mal einfach ein bisschen weiter auf der Seite. Okay, scheiß auf das Leben. Okay, scheiß nicht auf das Leben. Nehmen wir es mit. Es kommt uns ja gerade entgegengeflogen. Und den Stern haben wir. So einfach kann es gehen. Ice Cold, Baby. Also, auf zu die letzte Stern. Die finden wir, glaube ich, in die Level, wo wir gerade rausgesprungen sind. Hä? Junge Mann, ich schaue mal nach. Schaue mal nach, was schaue vor allen Dingen. Warum? Weil wir sagen einfach LBL. Ist in ja Quatsch sind. Ja, nicht auf Popo setzt denn hier. Machen wir hier mit Anlauf und dann hüpfing. Huia! Hui, hoppa, huia, hoppa. Also heute sind es übrigens noch 66 Tage, bis Wacken wollte ich nur mal kurz anmerken. Ich freue mich, dass Avantasia oder Avantasia Line-Up sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Freut mich schon richtig drauf, dass der Kiske da wieder schon dabei ist und ja, auf diverse andere natürlich auch, Amon Amarth und sowas. Da, die guten Wikinger sind wieder da. Nee, oh, dann erstmal hier drauf, lassen wir das Thema erstmal sein. Wir wollen ja jetzt hier Super Mario spielen und nicht über vernünftige Musik reden. Ich höre nämlich jetzt gerade lieber das orientalische Gezumpferl an. Von dem Sackhaarzupfer. Auf magische Art und Weise erscheinen Kügelchen, wo dieser Balken auf magische Art und Weise drauf zuschweben. Keine Ahnung, ist bestimmt so ein Pheromon drauf oder so. So, Crash-Test-Dummy-Pheromone. Falls jetzt wieder irgendwie einer meckern will. Nein, ich erzähle natürlich keinen Unsinn. Was erlauben sie sich? Muss ich da nicht drauf? Ja, gut, dass mir das jetzt gerade mal aufgefallen ist, dass ich da vielleicht mal dran springen soll. Oh Gott, ja, ich erinnere mich da an schlimme Dinge. Und mal kurz warten, dann abspringen und dann hoffen wir es mal. Ja klar, natürlich springst du runter, du Lappen. Wieso rennst du denn so? Hättest du nicht einfach mal da stehen bleiben können, wie sich das für einen vernünftigen Klempner gehört? Rohrzange raus, Feuer auspinkeln? Mann, 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 ey. Und jetzt japst der hier wie so ein... Alter, du bist keine Eule. Ah, erstmal hinhocken, dann jaucht's er wenigstens nicht. War mir jetzt zu doof. Entschuldigung. Ich hasse dieses Feuerkackzeug einfach, ey. Dann noch lieber einfach direkt runterfallen und tot sein und nicht dreimal auf die gleiche Stelle und. Weil man einfach nicht mehr rauskommt, wisst ihr? Das ist doch auch irgendwie alles kacke. So, und dann lassen wir uns jetzt mal schön in aller Gemütlichkeit dort drüben zu den Dingen fahren. Also wenn ich ja wäre, wenn ich Mario wäre, ich würde rübergehen in König Wummelbummels Rammelbude. Oder wie ich das genannt hatte.
würde mir da die Eule krallen, die in die Hosentasche stopfen und dann hier in das Level reingehen und mit der Eule nach oben fliegen, um den Stern zu holen. Aber ich bin ja leider nicht Mario, von daher geht das nicht. Also ich bin schon auf gewisse Weise Mario, aber Computer sagt, nein, du darfst nicht zurückgehen und Eulen mitnehmen. Eulen gehören in den Wald und nicht in den Vulkan. Außer man will sie essen. Aber dann tut man die auch besser nicht in den Vulkan, sondern lieber in den Ofen. Oder in den Smoker. Also ich ja vorzugsweise in den Smoker, würde ich sagen. So, einmal im Kreisele rum. Wobei kann ich das auswendig. Ich mache gleich beim nächsten Versuch, mache ich dann glaube ich die Augen zu und warte. Ich glaube, das kriege ich hin. Und wenn nicht, ist es dann wenigstens ein bisschen lustig, weil ich einfach wieder mal verkacke. Wobei, das ist ja eigentlich nicht lustig, das ist ja eigentlich traurig, aber naja, was will man machen? Was willst du tun? Bin ja zu blöd, um auf die zweite Plattform hinzuspringen, das schaffe ich ja in den meisten Fällen nicht mehr. Ich hatte mich ja schon stark gewundert, dass ich es beim ersten Mal in die Stange geschafft habe. Und er springt natürlich wieder runter. Das ist doch die totale Rotzkacke hier. Warum muss man das? Wieso? Ich glaube, das ist wieder so ein typischer Punkt, wo die einen eigentlich einfach nur die Hölle zur Weißglut bringen wollen. Durch so eine Scheiße. Da musst du schon immer stundenlang warten, bis diese verrotzten Plattformen mal endlich den Weg bis nach oben sich erquält haben. Dann springst du in diese blöde Kack-Feuerwulst-Walze da rein und was ist? Nein, nicht so wie er es die ganze Zeit unten bei der Lava macht, dass er nach oben springt und man ihn ein bisschen kontrollieren kann. Nein, er muss jetzt wie von der Tarantel gebissen irgendwie im Kreis rennen, in der dreifachen Geschwindigkeit, sodass man ihn auch nicht mehr gebremst kriegt, weil man sonst wieder im Feuer drin hängt oder von der Plattform fällt. Das ist eine Logik, also ich glaube, das ist eine Passage, die muss eine Frau gebaut haben. Naja, wir wollen jetzt nicht wieder über Frauen herziehen, weil Frauen sind ja eindeutig die besseren Hälften. So, gerade eben zum Glück geschafft. Boah, wenn ich jetzt daneben gesprungen wäre, ich glaube, ich wäre. Oh. Ich sollte nichts sagen. Jetzt darf ich was sagen. Boah, zum Glück geschafft. Das war wieder so ein Hasspart von mir, ey. Naja, haben wir wenigstens geschafft. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die 100 Münzen. Ist jetzt nur die Frage, wenn ich jetzt reingehe, bin ich ja wieder im Vulkan oder wo bin ich dann? Ne, da bin ich nicht im Vulkan. Ich habe ja einen Stern geholt. Da kann ich ja nicht im Vulkan sein, genau. Komm, wir nehmen einfach irgendwas davon. Das ist doch Wurst wie gehüpft. Also wir mussten auf jeden Fall... Ja, ich verdrück mich da immer. Die Tastenkombination ist nämlich die gleiche, nur in einer etwas anderen Reihenfolge. Genau. Glitchy, glitchy, glitch, glitch. So. Drehen wir die Kamera mal, auch wenn das ein bisschen noobig ist. So. Und daneben gesprungen. Ich werde auch immer schlechter. Nein, ich werde nicht immer schlechter. Ich war niemals gut. So, da fliegen wir es am besten erstmal am weitesten weg oder sowas. Da sind wir ganz elegant am Leben vorbeigeflogen. Und wieder hoch in die Lüfte. Ich hau dich! Ja gut. Ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich das eigentlich haben wollte, aber schlussendlich habe ich trotzdem das gekriegt, was ich wollte. So, und jetzt ballern die einen nämlich immer schön im Wechsel an. Das ist nämlich jetzt wieder totale Kacke. Ja klar.
Es muss jetzt natürlich auch wieder sein, dass genau in dem Moment die Lava natürlich zurückgeht. Pullen wir uns erstmal wieder ein bisschen voll. Ich sagte füllen für jemanden, der jetzt wieder was anderes verstanden hat. Irgendwie sowas Ekliges oder so. Hab ja boom! Ja, ja boom! Badabadabadabadam. Schabalabadam bam bam badabam bam badidadidadam bam 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 bam. Oh. Badam bam bam. Na, krieg ich dich jetzt auch nochmal? Ach, geht doch. So, jetzt die letzten noch. Toll, dass die Münzen auch immer so ankommen. Ja, babu. Hey. Okay, so geht's eigentlich am besten drauf zu. Ach, guck mal an, da hinten sind ja auch noch Münzen. Oh, das war dann schon wieder mein Dickerchen, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das in 3,40 hinkriegen, ey. Naja, schauen wir mal. Da drüben kommen wir auf jeden Fall jetzt gerade nicht hin. Da können wir gerade mal wieder rüber gehen hier. Mal eben auf den Ziepfall parken. Ein bisschen Glück. Na gut, ein paar Münzen habe ich jetzt noch gekriegt davon. Tatsächlich. Erstaunlicherweise muss man dazu sagen. Ja, das war jetzt Absicht. Mehr oder weniger zumindest. Ich wollte auf jeden Fall darüber und ich wusste ja, dass hier Münzen sind. Und deswegen kann man das mal machen, in die Lava hüpfen. Weil es ist ja doch relativ noch dann zu steuern. Können wir mal den dicken Bulli hier nochmal. So, haben wir Bulli das zweite Mal in dieser Runde kaputt gehauen. Witzig eigentlich, dass Bulli so viele Leben hat. So, da müssen wir jetzt gleich, war hier nicht gerade noch eine Plattform? Ja, die ist auch da. Die war nur gerade ausgetappt. Warum, weiß kein Schwein. Wahrscheinlich einfach, weil sie es kann oder so. Ja, da hätte ich jetzt drauf achten sollen, dass er so viel abzieht. Das war jetzt wieder dieses, ne, angekugelt von der Seite. Und ich würde sagen, ich habe dann jetzt gerade keine Lust mehr da auf diese Münzen. Gucken wir uns mal hier eben durch. Wir brauchen in der Piratenbuchtpanik noch die Titanenköppe. Da haben wir alles. Big Boost Burg fehlt uns noch eine ganze Menge. Fehlt uns da auch eine Kappe? Ich weiß das jetzt gerade nicht mehr. Die grüne Giftgrotte brauchen wir auf jeden Fall, die Kappe. Und die Münzen. Die Münzen könnten wir eventuell schon holen. Oh, was gab man hier so? Oder wir fangen mit der Wüste. Nee, komm, wir machen das erstmal ein bisschen wieder abarbeiten von dem anderen. Und vor dem nächsten Part gucke ich dann mal, wo das mit dem Schalterpalast jetzt gerade war. Weil, oder ihr schreibt es mir in die Kommentare rein. Könnt ihr ja auch machen. Laufe ich jetzt hier gerade nicht so wie halb schlaftrunken durch die Gegend und so. Ja, hier die 100 Münzen-Geschichte, genau. Ja gut, dann fangen wir einfach schon mal an mit den ersten 3 Münzen. Juhay, juray. So, dann machen wir mal das lange Splündi. Don Sand war hier drüben, bei dem schwarzen Loch, glaube ich, hieß es, oder sowas in der Ort. Wo ist denn das Flattervieh? Da. Das gibt doch bestimmt auch wieder eine. Wenn es jetzt nicht unter den Fels fliegt. Und okay, es macht also... Der Stein, dieser riesige Stein macht dem Täubchen halt keinen Schaden. Was halt auch voll Sinn macht und so. Gut, gehen wir erstmal hier rein oder gehen wir... Nein, wir gehen erstmal zu den Rolling Stones da drüben. Yahoo!
hatte mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, weil ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass mein mein Timer auf auf Sound gestellt war. War er aber. Und tatsächlich weiß ich jetzt gerade, wo der Schalterpalast ist. Da müssen wir nicht auf Nessie drauf und dann ne, zu der Tür hin. Glaube ich. Irgendwas war da. Also gehen wir erstmal runter und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.